So, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Stefan Militz und wir dürfen heute Abend das wunderbare Septett der Sarah Büchi begrüßen bei uns und auch noch ein paar wichtige, für uns wichtige Leute, die im Publikum sind. Die möchte ich heute Abend mal nicht auslassen. Der Ignaz Keller besucht uns heute Abend, der einer der Macher der Jazzmeile ist und sich ganz stark bemüht, das Kult X zu unterstützen. Der Sven Frauenfelder, der das Pro-Komitee stark angeführt hat und einen wunderbaren Job gemacht hat, dass wir so eine tolle Volksabstimmung hinbekommen haben. Und nicht zuletzt unser sehr geschätzter Herr Präsident, der Jean Grädel, der sich trotz der Boosterimpfung und Müdigkeit hierher begeben hat, um dieses wunderbare Septett zu hören und zu sehen. Die Sarah Büchi mit ihrem Septett hat hervorragende Kritiken vom Manfred Papst der NZZ bekommen. Die Musik der Zukunft und diese Zukunft beginnt genau jetzt. Und jetzt überlasse ich Ihnen die Zukunft. Schönen Abend. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß gar nicht, soll ich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen? Schweizerdeutsch? Okay. Ich hoffe, die anderen stimmen überein. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung, hier aufzutreten. Wir sind schon ein bisschen vorgewarnt worden, dass mit 3G-Besucherzahlen ein bisschen runtergegangen ist. Macht aber nichts. Wir freuen uns trotzdem sehr, dafür unser neues Programm Ihnen vorzustellen. Wir haben vor einem Jahr etwa gerade kurz vor dem zweiten grossen Lockdown dürfen wir unsere neue CD aufnehmen. Und zwar zusammen mit der Jenaer Philharmonie. Das war wirklich eine ganz grosse Kiste. Und wir sind umso stolzer, dass es trotz Corona irgendwie zustande gekommen ist. Wir spielen vor allem Stücke aus der CD heute Abend. Und es ist vielleicht spannend, mal zu sagen, dass man zuerst Stücke für ein Orchester orchestriert hat und dann quasi auf ein Septett umgeschrieben hat. Meine drei Streicherinnen wollen auch wahnsinnig Gas geben heute, weil sie ersetzen quasi das Orchester. Und ich hoffe, sie hören so ein bisschen das Orchester aus dem Stück raus. Und sie müssen noch stimmen. Anfangs 2020 war ich mit drin in der ganzen Orchesterkompositionen und es hat viel Schöpfungskraft gebraucht. Und das erste Stück, das heisst auch Schöpfung oder auf Englisch Creation. Thank you.
come together in my name and surrender just all your shame. And God, as you will gain, and fear will grip you when I'll touch my turn. As it becomes alive, alive you are, and soon you will strive so far until you'll take a sky that high.
Merci vielmals. Danke. Gerne würde ich auch gerade meine wunderbaren Musiker und Musikerinnen auf der Bühne vorstellen. Am Flügel hören Sie den Vincent Monchi. Am E-Bass hören Sie den Raphael Yerien. Am Schlagzeug den Lionel Friedli. Am Cello Sarah Oswald. An der Viola Isabelle Gautreau. Und an der Violine Estelle Beiner. Es ist eine lustige Truppe. Wir sind gerne mit ihnen unterwegs. Es ist immer lustig. Es liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, dass die meisten Westschweizer sind. Offizielle Sprache ist auch Französisch in unserer Band. Und ich bin die Einzige, die nicht so gut Französisch kann. Ich hätte dafür auch immer Hochdeutsche mit einem französischen Akzent. Das nächste Stück ist ein Schweizer Volkslied. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich tue jetzt mal ein welsches Volkslied arrangieren. Es ist ein ganz freies Arrangement vom Le Vieux Chalet. Oh,
Quand je vins ton chalet, là-haut sur la montagne, quand je vins ton chalet, pleura de tout son cœur sur les débris. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Man denkt, wir spielen für sie heute Abend ein langes Set. Ihnen ist sicher auch nicht entgangen, dass 2020 ein sehr ereignisreiches Jahr war. Oder auch gerade das Gegenteil auf eine Art. Es war sicher nicht einfach für viele von uns und auch für uns Musiker und Musikerinnen. Auch jetzt die Konzertreihe. Wir sind jetzt auf Tournee. Wir haben ursprünglich 9 Konzerte dürfen spielen, was eigentlich einem Wunder gleicht um die Jahreszeit. Unter diesen Umständen. Und jetzt sind es aber noch 6. Genau, wegen verschiedensten Gründen. 3G oder 2G geimpft oder eben nicht geimpft und alles zusammen. Und natürlich, im 2020, als ich die Stücke komponiert habe, war es auch ein brisantes Thema. Und ich irgendwie, es müssen Einflüsse in Kompositionen und so die nächste Komposition. Ich möchte aber voraussagen, es ist kein politisches Statement. Ich habe aber trotzdem eine Rap-Form dafür gewählt. Und Raps sind eigentlich oft politisch ausgerichtet. Es geht aber eigentlich nur um die Wahrheit und quasi um die Aussage, dass die Wahrheit eigentlich immer, immer komplex ist. Das Stück heisst Sea Void 91. COVID 19. Cause it's contagious. Truth is complex, but we don't dare to grasp the ungraspable. So we tell each other all those black and white stories. But time and time again, they do cause damage. Just because the truth is way too history. Don't get lost again and again in your imagination, nurtured by the vast realm of possibilities that thrive perfectly in the endless vessel of the not yet known. COVID 19. It's teeny tiny, but it's big. Truth is complex, but the human mind likes it rather simple. Best to find one cause, one solution. Everything else, way too complex. Remind yourself of what you are made from. A wavering mind, always alert to save yourself first. And to quench your thirst with attraction. Your information is just a fraction of what information, what's action, and what's out there. And you know what? The truth.
way too complex to cling on to your fear. You're too scared to let go. You're too scared to flow, to empathize with everything, to give yourself up to the truth. Now try to put yourself in the position of others before you present your opinion to your brothers, or copy the patterns of the indecision of your mothers. If you find yourself quite a fast solution, because there's none presented, well, think about the institutions that have before quite gratefully fulfilled that greed, that human need for an easy target. The net offers you plenty of that on its market. Now you decide what you want to buy. You decide. Irgendwann muss Schluss sein, oder? Genau, momentan braucht es sehr viel Mut und Vertrauen, eine Tour zu organisieren, diese CD aufzunehmen, war auch, brauchte sehr viel, Schweizerdeutsch. Wir waren eben in Erfurt und in Berlin, vielleicht muss ich darum jetzt umswitchen, switch, okay, jetzt ist es wieder da. Genau. Blindes Vertrauen braucht es momentan, um Sachen zu organisieren.
Veranstalter wissen das auch. Sie wissen es vielleicht auch aus ihrem Berufsfeld. Wir wissen nicht, was nächste Woche passiert oder morgen. Wir sind übrigens gerade aus Berlin abgefahren, wo sie 2G eingeführt haben. Und wir haben 2 ungeimpft in unserer Band. Das heisst, es wäre gerade am nächsten Tag nicht mehr gegangen. Ich habe noch Glück gehabt. Wir sind dafür etwa 8-mal getestet schon in unserer Tour. Und das nächste Stück, das befasst sich mit dem Thema blindes Vertrauen. Und eben quasi damals im 2020, weil ich die Orchesterstücke geschrieben habe und gar nicht wusste, ob ich das überhaupt kann. Und es war eine riesen Karre. Und das Stück befasst sich auch ein bisschen skeptisch oder ironisch mit dem Thema blindes Vertrauen, obwohl es am Schluss natürlich Mut machen will, um einfach Mut zu haben und einfach machen. Aber im Titel versteckt ist vielleicht die einzige Situation, wo ich Ihnen würde ich gerne anraten, kein blindes Vertrauen anzuwenden. Und es heisst Hungry Crocodiles. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Das nächste Stück ist in einem Schweizer Zug entstanden. Ich fahre gerne Zug, habe kein Auto, kann es gehen. In der Schweiz geht das sehr gut. Und es war Ende Winter. Und neben mir, ich war ziemlich allein im Zug. Und neben mir jetzt ein grosser Abschnitt mit einfach Feld und Wälder gegeben. Und ein so ein Feldweg, der sich elends lang neben mir hergeschlängelt hat. Und der Weg selber war noch mit Schnee und Eis bedeckt gewesen, aber der Rest der Felder waren grün. Und es hat wirklich so ausgesehen wie eine weisse, grosse Schlange, die sich neben mir her geschlängelt hat. Und das war so inspirierend gewesen, dass mir dieser Song in den Sinn gekommen ist. Es geht um Vergänglichkeit. Und man hört den Schweizer Zug auch. Es heisst Snow Trail. Das ist der Zug. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einem Quartettstück. Aber es ist sehr viel passiert im 2020. Unter anderem ist auch einer von meinen wichtigsten Lehrer gestorben im April 2020. Ich habe in Indien lang studiert und unter anderem bei einem grossartigen Perkussionist, der mir die indische Rhythmussprache beigebracht hat. Die nennt sich Kanakal, ist sehr komplex, klingt aber auch lustig. Es ist eine lustige Mischung. Und er ist auf eine schöne Art und Weise gegangen, nämlich bei einem Konzert eingeschlafen. Was gibt es Schöneres für einen Musiker? Und dort natürlich irgendein Stück musste als Andenken an ihn. Und natürlich ein Stück, das das Konakal involviert. Also das nächste ist ein ganzes rhythmisches Stück und darum für Quartett geschrieben. Und es heisst, so wie er, Mr. Mani oder T.A.S. Mani, hat mir den Vornamen nie verraten. Er fand es viel zu lang und viel zu kompliziert und konnte man das nie merken. Auf jeden Fall heisst das Stück jetzt Tasmani. Ding. Da 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 ding. Hip hop, boom, boom, hip hop, boom, boom, hip hop, boom, 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 Taki ta ta katina tinko, taki ta ta katina. Hip hip tu ga bole adunta. Taki ta ta katina tinko, taki ta ta katina tinko, taki ta ta katina tinko. Hip hop oh get oh 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 oh. Sit down, sit down, sit down.
Vielen Dank, Hasmari. Vielen Dank. Wir kommen jetzt wieder zu einem orchestralen oder Streich-Trio-Stück. Und das ist meiner Schwester gewidmet und allen Menschen, die mit einer geistigen Behinderung leben. Und es heisst Precious Stone.
split in half, not showing you reality. Try to reach beyond your own identity. Are you here to test the heart of humankind? You're in a pond, your words cannot reach the end. Water may mute the size of your despair. Wise is the fish who jumps at night out of human sight. Jump at night. Vincent Mambré am Flügel. Lionel Friedli am Schlagzeug. Raphael Jerien am E-Bass. Und mein Orchester, Sarah Oswald am Cello. Isabel Gottko an der Viola. Isabel Weiner an der Violine. Ich bin Sarah Büchi. Merci vielmals. Contradiction of Happiness. Einen herzlichen Dank an Mio für den Sound und auch für das Bild, das hier gemacht wird. Und an Stefan für die Einladung, dass wir hier spielen dürfen. Wir kommen jetzt zu einem letzten Stück. Und das ist ein ganz modernes Märli. Und ich möchte Ihnen das gerne übersetzen, kurz, paraphrasiert. Sind, glaube ich, alle über 18. Ja, also meinem Sohn würde ich es eben nicht erzählen, der ist knapp 2. Ich glaube, für den war das dramatisch. Also, es geht so. Irgendwo im Universum gibt es einen Planet. Dort leben Wesen, die sind dran, ihren Planet zu zerstören. Es gibt auch eine Seherin, die wird von allen respektiert, weil die kann tatsächlich die Zukunft voraussehen. Und es gibt einen Ritter, das ist unser Held. Der reitet die Berge, weil die Seherin hat sich dort versteckt. Niemand weiß wieso. Er sucht sie und wenn er sie findet, dann versteckt sie sich fast ein bisschen von ihm, lacht ihn aus, seufzt. Und er fragt, ja, willst du nicht, dass wir unseren Planet und die Wesen retten? Wenn die wüssten, was du voraussiehst, dann wüssten sie ja vielleicht auch, was sie verändern müssten. Die Seherin zögert, schlussendlich flüstert sie ihm Zukunft ins Ohr. Und sein Gesichtsausdruck verändert sich dann auf dramatische Art und Weise. Er zückt sein Schwert und ersticht die Seherin. Und die Schlussszene ist, dass der Ritter zurückreitet zu seinem Wesen auf seinem Ross und quasi die Kamera zoomt ein auf sein Gesicht und man sieht einfach, dass er ein verschmitztes Lächeln auf dem Gesicht hat. Und das Stück heisst Nobody Knows the Future I've Seen. He
So she is the only one who could change the minds of those denying. Nobody knows. Nobody does. She starts laughing and laughing, freely laughing. So will you not help me out? We could keep the human race from fading. They will surely start listening if they know it's up to them deciding. 'Cause no.
Merci vielmals, danke. Ich gebe zu, wir haben gehofft, dass sie das machen. Wir sind auch vorbereitet. Und zwar mit meinem Lieblings-Schweizer Volkslied. Ich hoffe, sie können es. Und sonst höchste Zeit, dass sie es lernen können. Und dann mal eine richtige Gute-Nacht-Geschichte. Es heisst nämlich «Schönster Abendstern». Und ist natürlich ein Liebeslied. Könnte ich dich lieben, eine Viertelstunde.
Wir haben es gemacht in einer halben Stunde. Wir haben es beschlossen von Herzensgrund. Schönste aber noch nicht. Ich bin verliebt in Vielen Dank. Wir haben übrigens auch die Serie dabei. Ich vergesse es immer zu erwähnen. Da ist das ganze Kammerorchester dabei und das wunderbare Septett. Zögern Sie nicht, kommen Sie zu uns. Wir unterschreiben da gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend. Ade miteinander.